Was ist das? Was ist das? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Surviving the Abyss, meine lieben Freunde. Wir sind unter dem Meer und wir haben jetzt den neuen Rechner am Start. Ich wollte es nur mal ganz kurz erwähnen, meine lieben Freunde, jetzt kann ich streamen und aufnehmen in Maximum Qualität. Ultra ist hier eingestellt jetzt. Und ja, das Ganze ist jetzt auch mit entsprechender FPS-Anzahl geht das jetzt auch. Der absolute Wahnsinn, meine lieben Freunde. Guckt euch diese unglaubliche Qualität an. Die unglaubliche Qualität ist am Start. Wenn ihr das hier feiert, dass die unglaubliche Qualität am Start ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Spiel interessiert und vor allem, was wir vorher hier schon aufgebaut haben, schaut gerne in die komplette Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass da schon wieder der Tintenfisch vorbeigeschwommen kommt. Hier, das gibt's ja gar nicht. Was ist da los? Genau. Wir haben immer noch Aufgaben zu bewältigen. Wir haben immer noch die 80 Kohle, die wir immer noch horten müssen, was übrigens gar nicht so einfach ist tatsächlich, wie ich festgestellt habe. Und wir müssen eine U-Boot-Fabrik bauen. Ich werde jetzt die U-Boot-Fabrik schon mal in Auftrag geben, auch wenn wir die jetzt noch nicht betreiben können, weil uns noch die Leute fehlen. Cloning failed. Na toll, das ist nicht, macht's nicht besser, wenn der Klonprozess hier die ganze Zeit abstürzt. Sehr liquide, ja, würde ich auch mal sagen. Eine ordentliche Liquidität in Sachen Frames ist am Start. So, wo ist jetzt diese U-Boot-Factory? Hier, genau. Gucken wir mal. Dann lass doch mal gleich schauen, wo ist denn hier mal... Okay, das müssen wir so schräg ran dengeln. Dann dengeln wir das mal schräg ran. Ich habe übrigens auch mal so ein bisschen aufgeklärt und ihr habt auch teilweise das schon geschrieben, wie genau die Luftqualität eigentlich beeinflusst wird. Also die Luftqualität wird natürlich zum einen gereinigt durch solche Basic Air Purifier. Die wird aber auch negativ beeinflusst von den zum Beispiel Kohlegeneratoren. Die haben hier dieses, das Symbol hier mit diesen Wellenlinien. Das ist das Symbol für die Luftqualität und da sehen wir minus 10%. Das ist natürlich nicht so prall, ja. Also minus 10% ist eher schlecht. Also das heißt, es zieht 10% Luftqualität raus. Ja, und da muss man natürlich auch ein bisschen drauf gucken. Weil wenn man zu viele Kohlegeneratoren baut, verbraucht man nicht nur viel Kohle, sondern hat eben auch eine entsprechend schlechte Luftqualität. Und das kann man dann eben nur gegenrechnen mit den Dingern hier. Und wir sehen, der eine Air Purifier, der purified nur 10%, das heißt, der gleicht nur den Verlust der Luftqualität von einem Generator aus. Oxygen usage almost at full capacity. Okay, wir müssen wohl mal ein Sauerstoffzelt, einen Sauerstoffgenerator bauen. Sauerstoffzelt, das wäre eher was für ältere Leute. Ne, genau, hier, wir machen mal hier Stromanschluss noch. Einmal quer durch. Genau, so, jetzt fehlen uns hier natürlich die Leute. Was können wir denn da überhaupt machen? Build Construction Sub. Oh, wir müssen das mal ausschalten nochmal. Damit wir nicht jetzt hier im negativen Strom sind. Cloning failed. Verdammt. Mann, diese Klone. Die regen mich auf, aber wir haben immer noch genug Zeug. Warte mal, machen wir das mal hier im Wechsel. Genau, machen wir das mal so. Und dann sagen wir mal, begin Cloning. Genau. Oh, wir haben eine Nachricht. Ich beginne mir Sorgen zu machen, dass mir mein Geist Gedanken, dass mir mein Geist Streiche spielt sozusagen. An diesen Tagen, wenn ich ein Auge auf einen Freund werfe im Pausenraum, dann kommt es mir so vor, als würden sie mich nicht mehr kennen. Meine Kollegen, von denen ich dachte, ich würde sie kennen, bedrohen mich wie einen Fremden und mein Leben auf der Oberfläche fühlt sich so entfernt an. Ich habe so viele Erinnerungen von meiner Mutter, aber es fällt mir schwer, mich an sie zu erinnern und den Klang ihrer Stimme. Sie fühlt sich für mich wie ein Fremder an. Oh Gott, die drehen alle durch. Hat irgendjemand anders noch solche Gefühle berichtet oder bin ich der Einzige? Send them to hospital. Wir haben kein Hospital. Okay, das ist normal, wenn man die Umstände bedenkt.
ist nicht überzeugt von der Antwort. Der Crewmember hat einen erhöhten Stresslevel. Okay. Ein paar seiner Kollegen sind auch besorgt. Aber sie glauben, das wird mit der Zeit vorbeigehen. Irgendwie glaube ich nicht, dass das mit der Zeit vorbeigeht. Die dringen, glaube ich, alle immer mehr durch. Wir sollten wohl mal dafür sorgen, dass wir bald mal eine Krankenstation haben auch. Ich verstehe ja nicht, warum die mich hier jetzt schon aufs U-Boot losschicken. Obwohl wir ja eigentlich noch nicht genug Leute haben. Build a Submarine Factory. Ja, haben wir gemacht so. Aber die kann ich nicht in Betrieb nehmen, weil wir da A, nicht genug Strom und nicht genug Leute für haben jetzt. Das ist so ein bisschen das Ding. Wie sieht's denn beim Basic Research aus? Da sieht's auch nicht so besonders gut aus. Basic Research frisst aber auch viel Energie. Warte mal, das können wir an sich erstmal ausmachen auch. Wir kriegen ja eh keine Punkte davon, dann können wir es auch deaktivieren. Dann haben wir jetzt immerhin schon mal 5 Punkte übrig. So, wie sieht's denn aus mit dem Specimens jetzt eigentlich? Wir hatten ja nochmal hier so eine Falle gebaut, genau. Wie viel ist denn da noch drin? Wie viel geht denn da noch? In einer Minute ist wieder Fauna Capture angesagt, okay. So, und wie sieht's beim Cloning-Prozess aus? Der ist gerade am Start, der wird gerade geklont. In 50 Sekunden ist bald wieder einer fertig, okay. Also ihr seht schon, meine lieben Freunde, ist alles nicht so einfach. Jetzt sind die auch noch unterernährt teilweise, was ja eigentlich auch seltsam ist, weil das kann eigentlich nicht sein. Wir haben ja eigentlich sogar hochwertige Nahrung hier am Start, ne? High-Quality-Food. Das zeigt, wie schlecht diese Klone optimiert sind, ja, wenn die unterernährt sind, obwohl wir eigentlich hochwertige Nahrung am Start haben. Ist also nicht so ohne. Wir sind mangelernährt, wir haben nicht genug Strom, nicht genug Personal. Das ist alles irgendwie schlecht. Und die Kohle wird auch nicht mehr. Unglaublich. Na gut, aber ich würde sagen, ich schaue mal jetzt einfach nochmal nach Fuel Beacons oder nach Fuel Ressourcen. Also genau, da wurde mir auch gesagt, ich soll ein bisschen gucken, wenn ich den Beacon aussende. Was? Sonar can't find anything. Genau. Ah, Cloning complete. Sehr nice. Ein Crewmember ist unemployed. Okay, warte, dann lassen wir den gleich mal im Research Lab arbeiten, würde ich sagen. Jetzt erstmal noch nicht in die U-Boot-Fabrik. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir mal ein paar Forschungspunkte bekommen, dass wir mal ein bisschen ein paar Upgrades machen können noch. Genau, was wollte ich sagen? Wenn ich dieses Sonar benutze, habt ihr mir gesagt, soll ich ein bisschen gucken. In dem Interface rechts steht so ein bisschen, ob da überhaupt was ist in diesem Radius, was ich noch nicht erkundet habe. Wenn da None steht, dann ist da tatsächlich nichts. Valid heißt halt, dass ich es platzieren kann, den Pinübel. Genau. Aber wir sehen auch schon, wir haben den Radius eigentlich schon ganz gut ausgeforscht oder erforscht. Low, Medium. Guck mal, da wäre zum Beispiel was. Da schicke ich jetzt einfach mal das hin, aber das sind auch nur Ressourcen. Hi, guck mal, da ist Hi gewesen gerade. Okay, Medium ist es jetzt wieder, weil er da schon was erforscht hat jetzt. So, jetzt ist es wieder Low, genau. Weil da wieder ein Teil jetzt freigelegt wurde schon. Medium, also wir sehen, da sind noch ein paar Ressourcen irgendwo in der Dunkelheit auf jeden Fall. Genau, da ist was. Small Iron Ore. Hier haben wir auch noch mal Quarz gefunden. Concrete. Iron. Quarz, Concrete, genau. Ich wurde gefragt, warum einige von euch kein Aluminium in der Nähe haben und warum ich Aluminium in der Nähe hatte. Also es scheint so zu sein, dass die Karte mit den Startparametern jedes Mal, wenn man neu startet, neu ausgewürfelt wird. Es gibt aber anscheinend keinen Seed, den man einstellen kann. Das heißt, es ist reine Glückssache, ob ihr Aluminium direkt am Start habt oder nicht. Ich hatte auch schon mal einen zweiten Spielstand testweise gestartet. Und hab mal geschaut, ob ich da Aluminium habe. Da hatte ich auch keins gehabt direkt. Das ist halt dann natürlich sehr schwierig, weil man dann natürlich keine Air Purifier bauen kann, nicht wahr? Cloning complete. Nice. Arbeiten die jetzt alle im Research Lab? Ja, arbeiten sie. Sehr nice. Okay. Wir haben wieder neue Klone. Ein Crewmember ist unhoused. Das ist schlecht. Er braucht ein Haus, der Crewmember. Genau. Machen wir noch ein Haus. Vielleicht nicht so weit weg jetzt. Nicht so sehr in die Dunkelheit vielleicht bauen. Ich weiß nicht, ob da irgendwann vielleicht wirklich nochmal ein Riesenvieh kommt. Mein Gott, ich muss mal sagen, wie geil das ist mit diesen FPS, die wir hier haben. Ich habe auch noch nicht eine einzige Warnung hier irgendwie gekriegt von wegen, öde bitte, du hast nicht genug Frames oder hast du nicht gesehen. Das sieht einfach so unfassbar gut aus. Unfassbar gut sieht das aus.
Läuft auf jeden Fall schon mal flüssiger wie gestern. Ja, gestern war ja auch noch der alte PC am Start. Gestern im Sinne von Livestream. Ich hatte im Livestream, muss ich vielleicht für YouTube-Zuschauer nochmal kurz erklären, auch nichts hier weitergemacht. Ich hatte im Livestream einen neuen Spielstand erstellt. Das war nämlich der, den ich da mal ausprobiert hatte. Und da lief es tatsächlich ein bisschen schlechter sogar als in diesem hier, den ihr ja aus dem Let's Play von YouTube kennt. Also erstaunlicherweise, trotz dieser ganzen Probleme mit der Kohle am Anfang und so, läuft es hier tatsächlich gar nicht so schlecht, muss ich mal sagen. Es sah am Anfang so prekär aus irgendwie, aber eigentlich ist es hier ganz gut gelaufen soweit. Genau, und da haben wir minus 1 Energie, dann schalte ich jetzt einfach mal den Sonar Tower ab, genau, damit wir wieder die Energie haben. Jetzt haben wir auch alle Crewmitglieder wieder untergebracht und wir haben sogar mal Forschungspunkte wieder gekriegt. Es ist der Wahnsinn, aber ich weiß gar nicht, ob ich damit überhaupt irgendwas schreifhalten kann jetzt. Müssen wir mal schauen, kann ich irgendwas schreifhalten? Oxygen Output braucht 90. Hospital, das können wir mal schreifhalten eigentlich. Aber eigentlich auch nicht, weil das braucht ja wieder dann Strom. Warte mal, können wir bei der Stromproduktion noch was machen? Coal Efficiency Upgrade haben wir schon unlocked. Biomassegenerator braucht 90. Können wir vergessen, haben wir nicht genug. Das haben wir auch alles schon. Gartendom. Der ist gar nicht so unwichtig, weil der kann nämlich beides. Der kann die Leute beruhigen. Also das ist so eine Art Aufenthaltsraum. Ein Garten halt. Der kann die Leute beruhigen und da können sie auch die Luftqualität leicht verbessern tatsächlich. Also von daher, der wäre für beide Sachen ganz gut geeignet. Der produziert auch ein bisschen Sauerstoff tatsächlich. Wir haben ja gerade gesehen, dass unsere Sauerstoffkapazität langsam an ihre Grenzen stößt. Kostet halt 90 Forschungspunkte, nicht wahr? Das ist schon ganz schön sportlich. Sonar Tower haben wir schon unlocked, genau. Ja, hier sind wir bei Research Rate per Day Attachment Module. Trench Extractor. Multiplier Research Attachment. Das ist, glaube ich, ziemlich spannend. Warte mal, calculates the trajectory of available research materials to supply the research data production. Okay, kein Plan, was das bedeutet. Uses computational data analysis techniques. Benutzt Computerdatenanalyse-Techniken, um Forschungsdaten zu produzieren. Platziert auf der Spitze des Forschungslabors. Weißt du was, das schalte ich jetzt mal frei, weil dann kriegen wir nämlich schneller Forschungspunkte. Das ist, glaube ich, ganz gut. Bauen wir das doch mal. Wie mache ich denn das eigentlich mit den Upgrades? Wie mache ich Upgrades? Das ist eine gute Frage. Oder ist das jetzt schon automatisch installiert beim Forschungslabor? Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken hier. Rate per Day Attachment Module, genau. Da, ah ja, das müssen wir so oben drauf packen. Nice! Uah, das sieht ja lustig aus. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie... Also vom Weitem sieht es aus wie so aufgeblasene Präservative irgendwie. Ich weiß auch nicht, wenn man es so vom Weitem sieht. Die ja so rotieren irgendwie. Und das erhöht jetzt die Anzahl der generierten Forschungspunkte pro Dings. Was qualmt denn da so? Warum qualmt denn das hier jetzt auf einmal so? Was ist denn da los? Habt ihr das gerade gesehen, wie es da gequalmt hat? Sehr verrückt. Das war der neue Rechner. Nee, alles gut. Aber solche Witze sollen wir lieber nicht machen jetzt. Genau, jetzt bauen die das, oder? Die bauen das jetzt. Genau, die bauen das jetzt. Guck mal. Und dann kriegen wir mehr Forschungspunkte. Was braucht denn das dann eigentlich? Braucht das dann mehr Stromo? Jetzt sind nur noch zwei Crewmitglieder Mangel ernährt. Das ist doch gut. Der Unterschied ist schon krass. Ja, ne? Das sagen hier auch die Chat-Zuschauer, dass der Unterschied krass ist. Ich bin mal gespannt, was ihr YouTube-Zuschauer dann sagt. Also jetzt haben wir auf jeden Fall 60 FPS. Wurde ja immer gemeckert in der Vergangenheit. Es sind ja keine 60 FPS. Ja, ja. Jetzt ist es auch nicht mehr die Hardware, wenn irgendwas nicht läuft. Jetzt ist es dann, wenn irgendwas ruckelt oder so, dann ist es definitiv das Spiel. Ab jetzt. Ab jetzt treten wir in ein neues Zeitalter ein hier gemeinsam. Oh, guck mal, jetzt haben wir tatsächlich das Rate per Day Attachment Module. Boah, das bringt richtig viel. Guckt euch das mal an, was das bringt. Das ist richtig geil. Plus 5. Das hat sich schon mal gelohnt, würde ich mal sagen. Dann können wir schneller Sachen erforschen. Nicht schlecht. Ah, Nachricht. Unser Sonar hat etwas entdeckt, das sich über der Research Facility bewegt. Was? Wir haben keine ID des Ziels.
Aber es sieht sehr ungewöhnlich groß aus. Es könnte eine falsche Anzeige sein. Bitte was? Ein etwas großes über der Station. Ich habe Angst. Das ist so ein Cthulhu-Ding. Ich sag's euch. Oh Gott. Es ist Cthulhu. Es ist Cthulhu. Anomalie entdeckt. Nee, ach so, das ist beim Klonprozess. Alert. Unsere Überlebensquartiere wurden... Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hände, Arme, Tentakel, alles. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Crew Recreation Exe. Au! Oh! Was zum Teufel ist das? Es hat reingepiekst. Das ist übrigens der Alarm. Nur falls ihr euch wundert. Kann man das reparieren? Ja, kann man. Okay, sieht wohl so aus. Ein Gebäude gedamaged. Oh mein Gott. Das ist ja ekelhaft. Und schändlich. Okay, aber es hat funktioniert, oder? Wir haben es wieder repariert. Das ist ja fies, Alter. Jetzt geht das los, ey. Es kommen doch irgendwelche Cthulhu-Monster von oben und greifen zu. Unser Sonar-Tower wurde angegriffen. Was? Nein, geh weg! Nimm deine Griffel von meinem Solarturm! Sonar, nicht Solar. Finger weg! Was kann ich dann mit dem machen? Wie kriege ich ihn weg? Oh no, es fasst ihn an. Es fasst meinen Turm an. Nein, hör auf damit, lass das. Gleich mal reparieren. Was ist hier los? Was soll das? Gott helfe uns allen. Was immer es ist, es muss riesig sein. Beschreibungen der Crew variieren, aber wir glauben, es ist eine lebende Kreatur. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, sofort. Upgrade das Lichtsystem, um die UVC-Wellenlänge auszugleichen oder irgendwie was, keine Ahnung. Wir können diese Fähigkeit im Tech-Baum freischalten. Okay, alles klar. Die meinen also, das Licht würde den fernhalten oder was, den Griffelarm? Das ist ja wie in Sphere, die Macht aus dem All. Nee, das ist noch viel krasser als das, Mann. Da kamen keine Arme von oben und haben zugegriffen. Alter Schwede. Ja, das ist ja so eine Cloverfield-mäßige Cthulhu-Situation ist das. Okay, wir haben so einen Gott geweckt. Warte, jetzt muss ich das... wie was ist das, muss ich machen? Ah, da! Ihr habt recht. Ihr schlauen Menschen. Unlock! Der Wahnsinn. Wir haben's. Ihr habt's gefunden, ich nicht, ich war zu blind. Siehst du, da stehen nur 3 oder 4 Forschungsoptionen. Und ich bin zu blind, die richtige zu sehen. Und dabei habe ich doch jetzt mehr FPS, um's zu sehen. Unglaublich. Das ist egal, wir haben's doch jetzt. Ist doch alles cool. Ist doch alles nice. Warte mal, ich muss auch mal ein bisschen gucken, wie das hier mit den U-Booten ist. Was sammeln die eigentlich gerade so Schönes? Quarzglas, wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht mal noch irgendwie auch Kohle bekommen. Huch, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Moment, ich wollte doch eigentlich mehr hierhin. Was macht der denn da? Ach so, das ist ein Extraction Point. Ja, okay, da können wir nichts machen. Ja, ist okay. Ich habe es verstanden. Moment, ich brauche mal Fuel oder so. Wir brauchen mal wieder Kohle. Wie viel ist denn da noch drin? 75, warte mal, da müssen wir mal einen Sub hinschicken direkt, dass da mal Kohle gefördert wird, damit wir auch mal hier diese Mengen jetzt bekommen, die wir brauchen. Mach mal das so und dann mach mal beim Aluminium einen rein. Wieso geht denn das jetzt wieder nicht? Ach, ist auch real eigentlich. Macht halt. Ein Mining-Sub ist idle. Das ist ja nicht ideal, würde ich mal sagen. Was haben wir denn am wenigsten? Wir haben am wenigsten Stahl, weißt du, dann sammel doch einfach Stahl, genau. Dann mach doch das einfach, genau. Und sonst haben wir hier keine Kohle mehr, genau. Müssen wir jetzt schauen, dass wir hier mal hier einen Überschuss an Kohle kriegen. Dass wir mal jetzt hier diese Kohleaufgabe noch hinkriegen.
Weil sonst kann ich nämlich hier nichts aktivieren und ja nichts machen. So, warte, jetzt schalten wir mal frei. Was schalten wir jetzt mal frei? Oh, was ist das? UV-Modus disabled. Fuel consumption increased. Zweifache Energieverbrauch. Ach du meine Nase, okay. Das ist sportlich. Muss ich da noch was bauen jetzt eigentlich? Oder ist der UV-Modus jetzt aktiv schon installiert quasi? Drill Extractor, was macht der eigentlich? Drill Extractors are used to collect building materials. Ah ja, okay, da brauchen wir auch wieder Energie. Boah, diese Energie. Okay, ich würde sagen, der nächste Plan ist, noch einen zweiten Coal Extractor auf die andere Coal Extraction Point Quelle. Und dann nochmal schauen, dass wir noch mehr Kohle kriegen und noch einen weiteren Generator bauen, damit wir mal mehr Anlagen noch betreiben können. Weil Strom ist gerade so ein bisschen die größte Mangelware. So können wir auch nicht wirklich viel noch bauen zusätzlich. Weil selbst wenn wir jetzt irgendwelche Erholungszentren oder so freischalten, können wir ja da gar nichts machen eigentlich. Wie sieht es mit dem Klonprozess jetzt aus? Okay, da können wir wieder jetzt hier welche hinzufügen. Und starten wieder, genau. Immer schön klonen nebenbei. Du musst einfach die Taste drücken, um einzuschalten. Okay, gut. Ist trotzdem irgendwie alles ziemlich ungemütlich, muss ich mal sagen. Was ist denn eigentlich, wenn ich das hier abschalte? Das brauchen wir doch gar nicht eigentlich, oder? Ein Mining Sub idelt. Das ist ja nicht so schön. Los, fahr dahin. Hör auf zu idlen. Du darfst hier nicht idlen. Keiner darf hier idlen. Kann ich da hinten auf die Kohle schon was draufbauen? Weil dann mache ich das nämlich jetzt gleich direkt. Darf ich anscheinend da nicht. Ist es zu dunkel da oder was? Cannot build in the darkness. Ach komm, das sind doch nur ein paar Zentimeter weg von dem Licht. Ah Mann, ja okay, dann müssen wir noch ein Dings bauen. Okay, da ist irgendeine Nachricht. Einer der Kohle-Extractor-Teams hat Kohle gefunden, eine Kohleader gefunden, die nicht so ist wie irgendetwas, was wir vorher gefunden haben. Es ist sehr viel härter als der Rest der Kohle, der sie umgibt. Wenn wir aus dieser Ader Kohle extrahieren, könnte das in einem deutlich höheren Ertrag resultieren. Ah, das hatten wir in dem anderen Spielstand mal schon kurz gehabt. Jetzt könnten wir da jemanden runterschicken. Der wird aber dann irgendwie eingeschlossen und stirbt dann, glaube ich. Aber wir könnten auch einfach sagen, wir versuchen die Ader zu extrahieren, ohne dass wir da noch was untersuchen. Ah, die Ader hat ein bisschen Kohleertrag gegeben, aber kurz nach der Extraktion des Equipments ist sie kollabiert und der Boden ist eingestürzt. Die Störung hat die Ader verdeckt und Reparierungen sind notwendig, bevor das Gebäude weiterarbeiten kann. Okay, also müssen wir reparieren. Ah, das war hier hinten, okay. Na, dann reparieren wir das mal. Haben wir doch. Wir haben's doch. Mich interessiert aber eher hier die Ader hier hinten. Die würde ich gerne mal. Kann man irgendwie den Lichtradius noch vergrößern von diesen Türmen? Das wäre irgendwie ganz praktisch. Das muss ich ja hier hinten noch einbauen. Okay, das Gebäude ist wieder am Start, wa? Sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Da arbeiten jetzt auch Leute, genau. Coal plus 1, genau. 53 haben wir jetzt schon. Ist schon deutlich mehr geworden. Aber gut, die U-Boote sammeln auch parallel noch. Ich baue jetzt mal spaßenshalber noch einen Lichtturm. Auch wenn das jetzt sehr abenteuerlich ist. Ich baue hier hinten noch einen. Weil ich mal wissen will, was passiert, wenn ich jetzt hier einen baue. Und den anderen, der da jetzt schon steht, wenn ich den dann abschalte. Ich kann ja theoretisch den anmachen und den abschalten, weil hier passiert ja eigentlich nichts. Und das ist eh noch zu dunkel hier. Also trotz dieses Lichtturms hier ist das da noch in der Dunkelheit so. Von daher kann ich das ja eigentlich auch deaktivieren. Scheint ja nichts zu bringen, den hier zu haben. Strom müssen wir noch machen. Verlegen. Muss nur gucken, dass ich das richtig mache. Okay, so komisch ums Eck muss ja nur nicht sein. Genau, machen wir das so. Lampenforschung vergrößert den Radius. Ja, aber können wir das denn schon machen? Ich kann ja hier nichts machen. Geht ja nicht. Ich muss ja erstmal dann
auf die nächsten Stufe erforschen. Dann muss er ja Schreif halten. Da brauche ich noch 100 Forschungspunkte jetzt. Das dauert noch ein bisschen. So, ich mache die hier jetzt schon mal aus. Ich bin mal gespannt, ob er das da jetzt weitermacht. Macht er das jetzt weiter? Ja, guck mal, siehst du, der macht das trotzdem. Vielleicht kann man sich so ein bisschen nach vorne hangeln. Weißt du, immer einfach nochmal einen Lichtturm bauen, der weiter weg ist. Und dann einfach den, der davor kam, deaktivieren. Weil dann kann man ja theoretisch so ein bisschen hüpfen über die. So, also so hin und her hüpfen quasi. Wenn ihr versteht. Lichthopping. Würde ich jetzt mal sagen. Wie viele Stufen gibt es? Es gibt anscheinend 3. Zumindest voraussichtlich. Es ist ein Early Access. Man muss natürlich damit rechnen, dass durchaus auch noch in diversesten Upgrades und Updates noch weitere hinzugefügt werden könnten, natürlich. So, jetzt scheint er zu laufen. Jawohl, und da ist die Kohlequelle nämlich in Sichtweite. Guck mal, und dann können wir da jetzt nämlich direkt mal noch so einen Kohlextraktor bauen. Und dann kriegen wir mehr Kohlen. Kohlen sind nämlich wichtig, my dear friends. So, und da machen wir gleich noch einen Tunnel. Genau, den brauchen wir ja da auch. So, jetzt muss ich schon mal gucken. Wo machen wir den denn am besten hin? Machen wir den mal so oder so oder so? So ist besser. Machen wir das mal so. Schöner langer Tunnel. Kann man mal machen. Und ein Crewmember ist sogar unemployed gerade. Ist doch nice. Dann können wir den da gleich arbeiten lassen. Passt doch. Jetzt haben wir auch gleich 60 Kohle. Wir nähern uns langsam der 80 Kohle. Wenn wir jetzt das Ding hier noch zum Laufen kriegen, dann müssten es 80 Kohle sein eigentlich. Und dann können wir nochmal einen Generator bauen. Weil eigentlich können wir jetzt schon einen Generator bauen. Was soll der Geiz? Hier, warte mal, Kohlegenerator. Nein, Moment. Ach so, kann ich nicht machen. Was? Warum geht das nicht? Oh nein! Was ist das? Der macht hier den Fauna-Trap. Ja gut, die Fauna-Trap, da arbeitet keiner drin. Ist von mir aus, kann er die mal ankrabbeln. Guck mal, hat er kurz angefasst und hat festgestellt, dass da nichts ist. Ah, hast ins Leere gegriffen. Du hässlicher Greifer, du. Du hässlicher Grabbelmann. Ah, Strom. Hässlicher Grabbelfritz. Das ist der Watschenbaum wahrscheinlich. Oh, kein Strom. Okay, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Was können wir deaktivieren? Was können wir deaktivieren? Was können wir deaktivieren? Das Forschungslabor, aber das brauchen wir eigentlich. Das Klonlabor können wir auch nicht deaktivieren. Bla, immer muss man irgendwas deaktivieren hier. Aber ich glaube, das ist auch die Herausforderung an der ganzen Sache. Ich mache mal das Forschungslabor vorübergehend aus. So, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir mehr Strom kriegen jetzt. Hilft alles nichts, bevor wir jetzt weiter forschen können. So, jetzt haben wir plus 4 Strom. 3 Leute, die im Coal Extractor arbeiten. Da können wir jetzt erstmal die Kohle fördern. Genau, die wir jetzt brauchen, damit wir das hier abgeschlossen haben. Diese Aufgabe. Und wenn wir das abgeschlossen haben, ist jetzt strategisch denken, können wir nochmal ein Kraftwerk bauen. Mit noch einem Kraftwerk können wir dann nämlich nochmal andere Sachen machen. Und vielleicht auch nochmal Air Quality verbessern. Das wäre auch nochmal eine Idee. Das können wir eigentlich sofort machen. Da brauchen wir ja keine Arbeitskräfte dafür. Da brauchen wir ja nur Gedöns. Okay, was fehlt? Stahl fehlt. Warum fehlt Stahl? Weil wir hier diesen Aloy-Verarbeiter anhaben die ganze Zeit. Ah ne, weil wir den nicht anhaben. Dann müssen wir den mal aktivieren, ne? Müssten die nicht eigentlich auch Stahl sammeln, die U-Boote? Warte mal ganz kurz. Die müssten doch eigentlich auch Stahl sammeln hier. Aluminium wird da gesammelt und Kohle. Vielleicht mal hier einen rausnehmen. Irgendwo war doch noch Stahl gewesen. Hier. Sammel mal da noch was, genau. Bisschen Scrap Steel. Ich meine, solange wir noch Scrap Steel haben, brauchen wir die Anlage eigentlich nicht laufen lassen, fällt mir mal so ein. Weil die macht minus 16 Luftqualität. Minus 16%. Und wir haben ja noch Stahl auf Tasche sozusagen. Wir müssen halt nur zusehen, dass wir jetzt nicht alles sofort verbrauchen. Okay, 71 Kohle ist schon mal gut. Was ist das hier? Öl. Öl können wir auch fördern irgendwann. Das ist ja nice. Okay, Moment. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, Stahl fehlt. 10 Stahl für so ein Ding, ey. Muss man auch erstmal haben. Das muss man auch erstmal haben. Ein Crewmitglied ist nicht
Angestellt, okay. Wie viel kosten so ein Energiedings? Nein, was mache ich denn? Ein Stromo. Ah, da ist schon wieder der Greifer. Hey, das ist gut, wenn der da immer da an das Species-Ding rankrabbelt. Okay, wir brauchen Zement auch noch. Das ist auch nicht am Start. Der hier macht jetzt Stahl. Der hier macht zwei Leute, die Kohle farmen. Da können wir jetzt, glaube ich, auf einen runtergehen, weil wir kriegen Kohle ja jetzt von extern. Da müssen wir mal hier gucken. Irgendwo muss es noch Beton geben. Small Concrete Deposit. Ich glaube, da muss ich noch mal so ein Ding bauen hier. So ein Beacon. Dann weisen wir da mal einen zu hier. Genau, damit wir mal Beton noch kriegen. Das ist ja hier wie so eine kleine Abwehrfalle. Ne, weil das liegt im Dunkeln, aber da arbeitet halt keiner. Und der kann das irgendwie auch nicht beschädigen. Der greift da immer zu. Das ist ja fast schon, ich glaube, das ist so nicht gedacht. Ich glaube, der soll eigentlich nicht da nur ranfassen an das Ding. An die Fauna-Trap. Der soll, glaube ich, auch mal woanders anfassen. Aber macht er nicht. Er fasst immer nur da an. Aber er lässt sich nicht, genau, ein Lockmittel, genau. Vielleicht auch, weil da die einzige Stelle ist, wo kein Licht scheint. Aber wie gesagt, die Fauna-Trap ist auch entbehrlich. Da arbeitet halt nun mal einfach keiner, ja. Ein neues Crewmitglied ist angekommen. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Meine lieben Freunde, das läuft richtig gut. Da kann ich das Forschungslabor jetzt eigentlich wieder anmachen auch. Weil wir haben ja zwei Dings, genau. Dann können die nämlich im Forschungslabor arbeiten, die zwei Nasen. So, aber wir haben, wie gesagt, Air-Quality-Probleme. Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Wir müssen warten, bis wir Stahl haben jetzt. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen können. Aber, ah, warte mal, Concrete haben wir jetzt. Brauche ich für diesen Air Purifier auch Concrete? Nee, brauche ich nicht. Guck mal, weil dann machen wir jetzt nämlich direkt noch den Generator fertig. Den mache ich jetzt einfach mal hier so hin. Verbindet sich das dann automatisch? Ich hoffe es. Weiß es nicht. Nee, jetzt nicht. Das ist ja blöd. Warte, kann ich das nicht da? Okay, dann machen wir es halt so. Ah, was ist da los? Warum geht das nicht? Was ist denn das? Ne, warte mal. So nicht. Was soll denn das? Warum kann ich das jetzt nicht verbinden? Warte mal, stopp. Nein, nein, nein. Aufhören. Destroy. Das war nix. Moment, da muss ich nochmal gucken. Das ist irgendwie komisch. Vielleicht lieber eher so versuchen. Irgendwas war da gerade seltsam. Muss doch gehen, hör mal. Ja, gucke mal, siehst du, jetzt geht's. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Manchmal ist das ein bisschen frickelig mit den Tunnels. Strom noch dran. Was? Da, siehst du, er versucht's wieder. Er hat's wieder versucht. Nice. Also ein Crewmitglied ist nicht behaust. Ein Crewmitglied ist mangelernährt. 27 Crewmitglieder haben Atemprobleme. 23 Gebäude haben eine unsichere Luftqualität. Und die weniger als 25% der Crew haben Zugang zu Erholungseinrichtungen. Mann, 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 das sind alles Baustellen, die wir hier haben. Ich sag's euch. Wir müssen mal diesen Erholungsraum mal bauen. So, ich nehme jetzt mal die U-Boote von den Kohlequellen mal weg. All die Weil, die können jetzt mal woanders hier ran. Die können vielleicht nochmal hier beim Stahl mit da helfen, mit anpacken. Genau, und der macht ja hier Concrete, der eine. Damit wir schneller an Baumaterial jetzt kommen. Ich brauche jetzt hier so einen Air Purifier und zwar schnell. Nice, nice. Da wird gefragt, welchen CPU-Kühler ich habe. Noctua... B-b-b-b. Irgendwas von Noctua. Irgendeinen großen CPU-Kühler von Noctua. Das sind auch... Also ich habe den auch in meinem... Nicht denselben, aber glaube einen baugleichen irgendwie. Habe ich auch in meinem alten Rechner gehabt. Und der hat auch immer gute Arbeit geleistet. Also da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich kann die Zahl jetzt leider aus dem Kopf, kann ich die jetzt nicht sagen. Keine Ahnung. Jetzt habe ich hier noch so eine Marke erwähnt. Ja, es gibt auch andere gute Lüfter von anderen Marken. Das ist nicht nur, das ist nur weil ich das nutze, müsst ihr das jetzt nicht kaufen. Aber egal. Oh, oh, wer atmet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist die Hand, die kommt geschwind. Irgendwas ist hier, irgendwas ist los. Das ist ein bisschen gruselig gerade. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Wisst ihr eigentlich, an was mich das erinnert? Das erinnert mich an Don't Starve. Das erinnert mich an diese Hände, die dann kamen, wenn die Kopfkraft nachgelassen hat, die dann so aus der Dunkelheit zugegriffen haben. Ohne Witz. Das ist voll Don't Starve. Aber voll. Aber geil. Don't Starve unter Wasser ist auch mal was anderes. Ja, greift dir halt da, die Falle ist okay. Kannst eh nichts da dran machen. Du Plebs. Oh. Jetzt hat er sie mal erwischt, wie es aussieht. Das erste Mal, dass er Schaden dran gemacht hat. Was kosten die Reparatur? Stahl. Ja, den haben wir jetzt nicht. Jetzt muss ich erstmal andere Sachen finanzieren mit Stahl. Jetzt lass mal erstmal die Falle Falle sein. Die ist egal erstmal. Erstmal brauchen wir jetzt einen Air Purifier, sonst sterben mir hier die Leute noch weg. So, Moment. Jetzt muss ich mal gucken. Wo baue ich denn den jetzt ran? Ich baue den jetzt mal hier so ran. Oder hier so. Hier so. Nice. Schön bauen. Wir haben jetzt schon wieder kaum Strom. Was ist denn da los? Achso, weil wir keine Leute haben. Ah, wir müssen klonen. Wir müssen klonen. Beakin Cloning. Genau. Ich habe wieder das Klonen vergessen. Spielbär, du Klon. Hast das Klonen vergessen. So, reparieren geht jetzt nicht, aber nicht genug Stahl. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was? No remaining resources. 2 Mining Subs idlen. Was soll das sein? Was soll das hier? Was höre ich hier? Was muss ich hier lesen? Okay, Kohle ist jetzt voll, genau. Können wir nochmal Eisen sammeln lassen eigentlich? Ach du komm, jetzt gib mir mal hier mal eine Minute, du Greifheini, du. Du Cthulhu-Monster. Du komischer Schogote, du. Unsere Fauna-Trap wird attackiert. Finger weg von meiner Fauna-Falle. Gibt's da nicht. Der macht die noch kaputt, wenn er es so weitermacht. Kaputtmacher. Schlimmer als die Kinder am Strand, die mal die Sandburg kaputt gemacht haben. Unglaublich. Kann ja wohl alles nicht wahr sein. Es qualmt schon. Es macht schon Rauchzeichen. Naja, gut, ich meine, solange er die Fauna-Falle nur angreift. Wir haben halt keinen Strom hier für das Ding hier, für den Tower. Ich kann den nicht anmachen. Wenn ich doch nur mehr Leute hätte, die vielleicht auch mal da arbeiten würden, da in dem Ding. Aber ich kann eigentlich ja den Kohleförderer, warte mal, den kann ich eigentlich ausmachen und kann eigentlich das, die Leute jetzt erstmal da im Kraftwerk arbeiten. Das, weil da kann ich nämlich das Ding wieder anmachen. Genau. Und wenn er, wenn er jetzt wiederkommt, dann brenne ich ihm hier mit meinem Gedöns einen auf den Latz. So. Cloning failed. Ja, danke dafür. Das ist genau das, was ich jetzt nicht lesen wollte. Hervorragend. Mach mal das UV-Licht an, dann geht er weg. Ach. Du meinst, er will nur hier mal sich bräunen lassen oder was? Kostenlose Solarbesuch, Solariumbesuch. Der will hier nur chillen. Der Sack. Was ist passiert? Ich habe eine Nachricht gekriegt. Irgendwas ist passiert, irgendwas war. Ich weiß nicht was. Oh, wir haben 136 Punkte. Da kann ich ja gleich das Ding Stufe 2 freischalten. Aber eigentlich müssen wir, bevor wir das machen, wir brauchen dringend hier mal noch ein paar Sachen. Wir müssen nämlich noch jetzt mal den Gartendom mal noch freischalten, würde ich sagen. Damit die mal Aufenthaltsraum haben. Und der erhöht ja auch die Luftqualität. Das müssen wir jetzt mal machen tatsächlich. Das hilft jetzt nichts. Gartendom. Guck mal, was brauchen wir da? Was ist das? Was ist denn dieses durchgestrichene? Ach, Quarzglas. Okay, ja gut, da war ja irgendwo noch was gewesen. Warte mal. Das können wir doch... nee, das war Aluminium. Wo hatten wir denn Quarzglas gehabt hier? Da! Genau, holt euch mal Quarzglas. So ihr denn nichts Besseres zu tun habt. Genau, dann nimm mal hier ein U-Boot raus. Nimm das mal hier noch zum Quarzglas, dann kriegen wir das schneller. Dann können wir nämlich den Dom bauen direkt.
Können wir das jetzt reparieren hier? Wofür verbrauchen die eigentlich ständig den Scrap-Steel? Okay, aber die Luftqualität ist jetzt wieder besser geworden. Ist schon mal gut. Genau, das beschädigte Gebäude ist die Falle, Fauna-Falle. Mangelernährter Crewmember kann ich gerade nicht machen. Und einer ist unhoused. Ach ja, stimmt, wir müssen noch ein Haus bauen. Ein Living Quarter brauchen wir noch. 10 Beton, okay, es geht alles. Das geht alles, meine lieben Freunde, das geht alles. Der soll ja nicht hier im Flur schlafen, das wäre ja nicht süß. Ein Crewmember ist unemployed. Das ist natürlich auch spannend jetzt. Dann können wir ja den Kohleförderer vielleicht auch wieder aktivieren. Machen wir das mal. Und dann das U-Boot-Ding. Genau, die U-Boot-Fabrik müssen wir dann mal aktivieren wieder. 2 Crewmitglieder sind ohne Gebäude, aber da wird gerade gebaut, genau. So, warum kriegen wir eigentlich keinen Stahl mehr? Was ist denn jetzt hier los? Vielleicht sollte ich mal die Stahlmühle mal aktivieren hier, die Stahlschmelze. Die hat jetzt natürlich keine Menschen. Okay, warte, dann mache ich das wieder aus. Dann arbeiten die nämlich hier drin. Genau, dann produzieren die nämlich Stahl dann. Auch gut, machen wir es so rum. Machen wir es so rum, geht alles. Oh, jetzt haben wir Sauerstoff 0. O2, na... Wenn du ein Problem gelöst hast in dieser Unterwasserwelt, da kommt gleich wieder das nächste. Hast du 20 andere Probleme direkt. Müssen wir das Ding mal bauen. Das produziert Sauerstoff und erhöht die Luftqualität. Wir brauchen noch 2 Einheiten Quarzglas. Dann kann ich das Ding bauen. Dann gehe ich schon mal hier, suche ich mir schon mal eine Position aus. Vielleicht am besten zu den Wohnquartieren auch direkt. Genau, mach mal das mal da rein. So direkt da dran einfach. Dann ist es auch schön im Licht. Ist, glaube ich, nicht von Nachteil. Und Sauerstoff kriegen wir dann auch. Und da wurde einer geklönt. Nice. War das nicht Subnautica mit Quarz? Alarm. Alle Crewmitglieder wurden untergebracht seit 20 Tagen. Ja, das ist doch gut. Kannst reparieren. Kann ich? Ja, kann ich. Sehr gut. Insuffiziente Ressourcen. Nee, nee, geht alles. Geht alles, geht alles. Sieht alles gut aus. Und an dieser Stelle endet diese Folge Surviving the Abyss. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Surviving the Abyss, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!